So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Wir haben Pre-Release-Wochenende Modern Horizons 2. Und wie jedes Pre-Release-Wochenende machen wir eine Challenge. Und dieses Mal haben sich eine ganze Menge von meinen YouTube-Kollegen angemeldet, die Bock drauf haben, mit uns diese Challenge zu machen, die alle Bock drauf haben, mich zu besiegen. Wir haben eine ganze Menge. Tim The Ward macht mit German Magic Stories, Chuti, MTG and more. Wir haben Dr. Alzheimer, Melniebone MTG wahrscheinlich, MTG mit Patrick, meine Wenigkeit und noch ein paar andere. Es ist auf jeden Fall eine Menge, die mitmachen. Und wenn ihr das hier am Release-Tag seht, also am 11. Juni, wenn also Pre-Release auch ist, schaut mal beim guten Solaris vorbei oder bei Magic Shibi. Da gibt es auch noch richtige Pre-Releases, die auch von Wizards of the Coast so ein bisschen promotet werden. Wenn ihr nach dem Video hier Bock bekommt auf Pre-Release, könnt ihr euch, glaube ich, dort noch relativ gut versorgen. Wir gucken uns jetzt auf jeden Fall an, was wir in unserem Pre-Release-Pack haben. Kurz zu unserer Challenge. Unsere Challenge läuft so ab, dass jeder von uns ein Pre-Release-Kit öffnet. Danach schauen wir, wer das meiste Value im 7-Tagen-Durchschnitt von Card Market hat in seinem Pre-Release-Kit. Dementsprechend wird dann der Sieger gekürt, also Tim, und der Verlierer gekürt, also ich. Und gucken wir uns mal an. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, das Ding ist offen. Oh. So. Hier die Teile sind natürlich ein bisschen teurer. Also Modern Horizons 2 Pre-Release Kits sind schon echt teuer, muss man leider echt sagen. Gefällt mir gar nicht, diese Preisentwicklung. Wir haben einen Würfel mit dem Modern Horizons 2 Logo. Es gibt auch das erste Mal, dass es hier Pre-Release Promos gibt. Und wir haben... Was? Okay, ich muss das alles mal langsam auspacken. Ich bin ein bisschen überfordert. Wir haben zuallererst mal eine ziemlich coole Pre-Release-Promo. Und zwar Schwert aus Heim und Herd. Der Name geht halt gar nicht. 3 Mana Ausrüstung, kriegt +2/+2, Schutz vor Grün, Schutz vor Weiß. Immer wenn die Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke eine Kreatur, die du kontrollierst, ins Exil. Also am Ende des Tages kommt die wieder. Man flickert die sozusagen. Danach durchsucht man sein Deck nach einem Standardland und bringt beide ins Spiel. Also man flickert die dann gleichzeitig mit dem Land, kommt das Ding ins Spiel. Für 2 Mana zum Ausrüsten, hier mit diesem wunderschönen, ich weiß nicht, ob ich den reinkriege, 2021 Sticker. Jetzt bin ich mal gespannt, hier ist auf jeden Fall ein Zombie-Armee-Token, was hier noch drin ist. Weil das Ding ist diesmal ein bisschen dicker. Und je nachdem habt ihr jetzt gleich ein schwarzes Bildschirm, wenn irgendein Code, Arena-Code, für Modern Horizons 2. Ja, Entschuldigung, hier drin ist, was haben wir denn noch hier drin? Eichhörnchen, ein Schatz, ein Hinweis, eine Speise, ein Topter, ein Armeetoken, eine Krabbe, eine Bestie, ein Vogel, ein phyrexianischer Keim. Stimmt, hier gibt es ja jetzt Phyrexians. Okay, hier wurden einfach nur ein paar Tokens beigeschmissen. Sehr, sehr cool. Es fängt gut an. Ich hab High Hopes. High Hopes. Gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Ah, Booster öffnen. Wunderschön, habe ich lange nicht mehr gemacht. Wir haben Gargadon. Wie immer bei den Pre-Release-Kits, es zählen nur Rares, Mythics und gucken wir uns ein bisschen schneller durch. Wie immer sind ein paar mehr Booster, die wir durchgucken. Dadurch gehe ich hier ein bisschen schneller durch und werde nur kurz erwähnen, wenn irgendwas Cooles bei ist. Aufblühende Ruhe zum Beispiel in einem Sketch-Artwork. Ich wusste gar nicht, dass Sketch-Artwork auch in dem Draft-Booster drin sein können. 2 Mana und du hältst fluchsicher in deinem Zug und hältst 2 Lebenspunkte mit Abprall. Cool. Straße und Ruin. Achso, ihnen ankam. Die rede ich sowieso. Oh, 2. Sketchstart? What? 3 Mana spontan zu unserem Decknamen Standardland bringen. Es gibt Tapp ins Spiel. Das ist nicht schlecht. Und Nachhall, wir fügen einer Kreatur Schadenspunkte in Höhe der Länder, die wir kontrollieren, zu. Die Sketchstarts sind komisch. Goblin Fallenläufer. 4 Mana, 4-2. Immer wenn der angreift, wirft 3 Münzen und erzeuge für jeden gewonnenen Münzwurf einen 1-1 roten getappten angreifenden Goblin-Spielstein. Die anderen laufen in irgendwie schwer rein und sterben. Cool. So, und unsere Rare ist Chainer. Nachtmar-Adept. 4 Mana, 3-2. Wirf eine Karte ab. Und du kannst in diesem Zug eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof wirken. Kann man nur einmal pro Zug machen. Lustigerweise, man kann die Karte, die man abwirft, auch aus dem Friedhof casten. Warum man immer das tun sollte. Und immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, falls du sie nicht von der Hand gewirkt hast, erhält sie Eile bis zum Ende des Zuges. Okay, deshalb sollte man das machen. Mensch-Diener. Sehr, sehr coole Karte. Oh mein Gott. Warum haben wir denn hier 2 Rares drin? Ja, ich habe 7 Tümpel. Tappen, opfern, zahlen, leben. Du suchst dein Deck nach einer Insel oder Gebirge und nimm sie auf die Hand. Uff. What? Okay, also
Die Fetchländer sind im Landslot. What? Okay, geil. Guter Start, guter Start. Ihr werdet am Ende eine Einblendung sehen, wie viel mein Prelist-Kit insgesamt wert war. Oh mein Gott, ich habe High Hopes, dass ich dieses Mal nicht Letzter werde. Mal gucken. Wir haben, Küchenkobold, auch in so einem Sketched Art. Sogar richtig hübsch. Richtig hübsch. Ja. Oh, da. Ankamms, Feengabe, 3-Mana-Verzauberung. Zu Beginn jedes Endsegments, falls du in diesem Zug eine Kreatur und eine Nicht-Kreatur beschworen hast, bekommst du einen Schatz, einen Hinweis, eine Speise. Also die ganzen Artefakt-Tokens einmal, schon ganz cool. Erzdämon des Leids, 7-Mana-4-5 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, kriegen alle Kreaturen. Ne, eine Kreatur. Ne, Kreaturen. Ah, okay, die dein Gegner kontrolliert. -2/-2 mit Exhumieren. Das heißt, für 5 Mana kann man den aus dem Friedhof casten. Oh, nicht schlecht. Und gefräsiges Eichhörnchen. Ein grünes, ein schwarzes 1-1. Immer wenn ein Artefakt oder eine Kreatur opferst, lege einen +1/+1 Mark auf den. Und für 3 Mana können wir einen Artefakt oder eine Kreatur opfern und einen Lebenspunkt erhalten und eine Karte ziehen. Sehr, sehr cool. Auch das A. Zwei Karten. Also Affinitätsartefakt, der kostet für jedes Artefakt einen Mana weniger. Und eine Speise mit einem Skorpionstachel drin. Oh, wie süß. Ach, das ist ein Maul. Oh mein Gott. What? What? Ja, bisher sehr, sehr cool. Und, okay, hier sehe ich gerade Modern Horizons 2 Archetypen. Wir haben Blue-White Affinity, Blue-Black, Selbstabwerfen, Wahnsinn, Sturm, +1/+1 Mangen, Reanimator, Delirium, Opfern, bzw. Eichhörnchen, Bausteine und Junk. Okay. Und auf der anderen Seite ist ein Top-Da. Ja, dann Gefährte des Gasts, auch hier mit Affinity, 7-Mana-4-4 mit Affinität zu Artefakten. Das wurde damals, gab es auch so einen Mühe dazu, so einen dicken Mühe, und die werden jetzt auch aktuell zusammengespielt. Gedankenwirbelstein, der Brainstone. 1-Mana-Artefakt, 2-Mana tappen, opfern und ziehe 3 Karten, lege dann 2 Karten von deiner Hand oben auf dein Deck, weil Actual Brainstorm zu stark ist. Sieht man im aktuellen Historic. Wer dazu irgendwelche Informationen haben möchte, in unserem Podcast Radio Ravnica auf dem YouTube-Channel von Gamery haben wir jetzt heute tatsächlich angefangen, darüber ein bisschen zu reden. Oder es kommt morgen das Video. Ich bin mir gerade nicht sicher, in welcher Reihenfolge wir das aufnehmen. Egal. Gucken wir uns hier weiter an. Herdenball auf 5-Mana-4-4. Immer wenn ein oder mehr +1/+1 Marken auf denen gelegt werden, kriegen wir eine 4-4 Bestie. Oh, nice. Tobende Visionärin, 2-Mana-1-1, 1-Mana-Tappen, zieh eine Karte, wirf deine Karte ab mit Delirium. Für 3-Mana-Tappen ziehen wir eine Karte und ziehen wir einfach nur eine Karte. Okay, wenn wir 4 oder mehr Typen im Friedhof haben. Und wir haben einen Knochenschleifer, 3-Mana-1-1 mit Echo fliegend. Und wenn er ins Spiel kommt, zerstören wir eine nicht schwarze, nicht Artefakt-Kreatur mit aus Ursas. Krass. Und unsere Rare ist Grab eines Unbekannten. 2-Mana durchsuchen wir unser Deck nach einer nicht-legendären Kreatur. Nicht-legendären Karte. Und legen sie in den Friedhof. Das kann auch viel fies werden. Nicht-legendär ist also ein schlechtes Entum für Teurer in Hexerei. Modern. Modern, what have you become? So. Wir sind ein bisschen langsam unterwegs. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich mache auch eine Menge Werbung für andere Videos, Channel. Mühe-Ritter. Mühe-Kurier. Übrigens ganz witzig. Das ist eine Artefakt-Kreatur. Clue-Mühe. Also Hinweis-Mühe. Ist ganz witzig, dass Clue jetzt theoretisch ein Kreaturentyp hätte sein können, aber sie haben jetzt schon gestated, das gehört zu dem Artefakt. Also Kreatur, Mühe, Artefakt, Hinweis. Ganz witzig. Der Plan, Chromio Courier, Prismarisches Ender, hier eine richtig starke Karte. By the way, wird auch wahrscheinlich richtig viel gespielt werden. Ist auch unsere erste Ankam, glaube ich.
Dementsprechend ein weißes und X mit Konvergenz. Wir schicken eine bleibende Karte, die kein Land ist, ins Exil, falls ihre Mana-Betrag kleiner oder gleich der Anzahl unterschiedlichen Mana-Farben, die wir benutzt haben, ist. Richtig strong gegen sowas, ja, wie Token, weil sagen wir, für einen Mana Exil den Token. Gegen Chalice of the Void, weil für zwei Mana Exilen wir den Chalice of the Void. Gegen Mother of Runes, weil für zwei Mana Exilen wir Mother of Runes und. Richtig strong. Terramorphung. Vier Mana Exerei, wir suchen in unserer Bibliothek nach einem Standardland, bringen sie ins Spiel. Mit Abprall. Also sie wird statt in den Friedhof gelegt, wird sie exiliert und zu Beginn des nächsten Saisonsmans nochmal gecastet. Flammenzungen, ich will Kavu sagen. Yearling, 2-Mana-2-1 mit Multikicker. Wenn er ins Spiel kommt, legen wir X plus 1 mal ins Spiel, wobei X die Anzahl an Multikickern ist, die wir bezahlt haben. Und wenn er ins Spiel kommt, fügt er eine Kreatur Schadenspunkt in Höhe seiner Stärke zu. Dazu gibt es doch, warum nicht einfach den Flammenzungen Kavu nehmen? Counterspell, 2-Mana, also 2 blaue Mana, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Hier auch mit dem M, steht für Alpha Beta Unlimited Gedöns. What the fuck, was ist denn? Wow, what? Nebliger Regenwald. Tappen, opfern, du suchst einen Sekt nach einer Insel oder einem Wald und nimm die ganze Spiel. What? What? Aber warum ist hier denn nur ein? Warum ist der im anderen Deck? Ich bin verwirrt. Warum waren da zwei drin? Kaleidobrand. 2 Mana, Konvergenz und wir fügen einem Zielig Schaden zu, weil X die Anzahl an verschiedenen Mana ist mit Rückblende. Wow, what? Ich bin... Ich kann das Ding gewinnen. Was ein sehr, sehr gutes Release-Kit. Uff, richtig schön. Üppige Ernte, übrigens ganz witzig, dass alle Leute sagen, oh, die ist mindestens rare. Und also Abundant Harvest. Und ja, die gibt es ja als Archive-Trap. Archive-Trap wollte ich schon sagen, als Mystical Archive. Und ja, ganz cool, fauliger Beobachter. Plötzliches Edikt, 2 Mana, Sekundenbruchteil, ein Spieler der Wahl opfert eine Kreatur, sehr, sehr stark und auch sehr, sehr cool vom Artwork her, hier mit dem Schwert und mit der Hand, die so weggeht. Finde ich sehr, sehr cool, werde ich aber auch noch ein paar Mal holen müssen, weil die werde ich auch spielen. Anmutige Wiederherstellung, 5 Mana, Stimme 1, wir bringen eine Kreaturenkarte mit zum Friedhof zurück ins Spiel, legen eine Präsenz 1 Mana ins Spiel oder wir bringen 2 Kreaturenkarten mit Stärke 2 oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Nicht schlecht. Schrottwinder, 7 Mana, 5, 6, Affinität zu Spielstein? Also zu Tokens, okay. Und immer wenn er ins Spiel kommt, wenn ein Spielstein ins Spiel kommt, tappen wir eine bleibende Karte unserer Wahl, die den Gegner kontrolliert und die enttappt nicht. Das heißt, wenn wir dann diese Karte haben, die am Ende des Zuges ein Artefakt, ein Food, ein Clue, ein Treasure ins Spiel bringt, können wir 3 Artefakte tappen, 3 Karten tappen und die enttappt nicht. Das ist krass, das ist stark. Hain der Reinheit, einmal kurz Rant. Warum zur Hölle benutzen Sie das Judge Reward Artwork hierfür? Ich weiß, die Judges sind Wizards nicht mehr so viel wert. Aber das muss doch nicht sein, oder? Da hätten sie auch einfach ein anderes Artwork vernehmen können. Das hat mich damals beim Schadenporchen unendlich hart getriggert. Das finde ich unter aller Sau. Das geht halt eigentlich gar nicht. Es ist ein sehr schönes Seth MacKinnon Artwork, aber es ist eine Judge Reward Artwork Promo, die einfach jetzt entwertet ist. Nach dem Motto, yo, ihr seid uns egal. Finde ich nicht so cool. Ein grünes, ein weißes. Andere Verzauberungen, die ihr kontrolliert habt, sind verhüllt. Für einen Mana opfern wir das. Durchsuchen unser Deck nach einer Verzauberungskarte. Legen sie oben auf unser Deck. Also nachdem wir gemischt haben. Sehr, sehr cool. Warum sind denn... Kann mir jemand erklären, warum ich andauernd 2 Rares in Boostern habe? In Draft Boostern? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Zeitloser Drache, 5 Mana, ich meine, ich beschwöre mich jetzt nicht. 5 Mana, 5, 5 fliegend mit Ebenenumwandlung. Für 2 Mana können wir den abwerfen, unser Deck nach einer Ebene durchsuchen. Und verewigen. Für 4 Mana können wir diese Karte zum Friedhof ins Exil schicken und können eine Kopie davon machen. Aus dem Friedhof spielen und halt als 5-5 Kopie, was ganz cool ist. Und der ist ziemlich, ziemlich stark. Es gab den mal als anderen Drachen. Also nicht als zeitloser Drache, sondern als, ich weiß gar nicht, wie der andere Drache hieß. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Die können wir auch Ebenenumwandeln, den habe ich auch gespielt. Und ein Schatz. Ja, letztes Booster. Ich bin... Steht das hier vielleicht drauf? Kombination ist 1 bis 2 Karten der Seltenheit selten oder höher. Ja, aber das sind doch die Foils. Warum sind denn jetzt auf einmal 1 bis 2 Karten der Seltenheit rare oder höher? Das... Hä? Ich rall's nicht. Warum musste das denn jetzt sein? Warum kann man das nicht bei den Set-Boostern lassen? Und die Draft-Booster wenigstens in Ruhe lassen? Warum haben wir dann überhaupt noch Draft Booster?
Oh, ich reg mich gerade ein bisschen auf. Sorry, es tut mir leid. Streulicht, das sieht richtig cool aus. Ja, reich werden, ein rotes Mana, wir kriegen einen Schatz mit Flashback. Wir können ihn für 3 Mana aus dem Friedhof wieder casten. Hä? Okay, cool. Lichtbogen Speerschleuderer, 1 Mana 01, tappen wir entfernen x plus 1 plus 1 Magen von dem und können eine angreifende oder blockende Kreatur x Schaden zufügen mit Bausteine. Sehr, sehr coole Idee an den Javelin. Dann haben wir einen Exemplarsammlerin, 5 Mana 2-1, wenn sie ins Spiel kommt, kriegen wir ein grünes Eichhörnchen und eine 0-3 blaue Krabbe. Und wenn sie stirbt, erzeugen wir eine Kopie von einem Spielstein, den wir kontrollieren. Okay, cool. Dann haben wir Vertrauter Skurk. 5 Mana 3-2 fliegen. Wir werfen eine Karte ab und kriegen einen schwarzen Mana. Ich wollte gerade sagen, den kenne ich. Der hat hier unten auch diese zwei Zahnräder drin. Gute alte Ursas. Und wir haben Meister des Todes. 3 Mana 3-1. Wenn er ins Spiel kommt, überwachen 2. Also Surveil. Und wir gucken uns 2 Karten an, können beliebig die Villa von deinem Friedhof werfen. Und zu Beginn des Versorgungsmoments, falls sich der aus dem Friedhof befindet, kannst du einen Lebenspunkt bezahlen. Falls du dies tust, bring ihn auf die Hand zurück. Das ist cool. Und ein Eichhörnchen. Ja, ich tut mir leid wegen dem bisschen Rant. Ich verstehe es halt nicht. Und wenn ihr mir das erklären könnt, bin ich liebenfroh, wenn ihr mir das erklärt. Hier seht ihr jetzt gerade die ganze Zeit eingeblendet, was Mindkit Value-mäßig gebracht hat. Ich hoffe, das reicht, um zu gewinnen. Ich hoffe es wirklich. Und deshalb schaut auf jeden Fall bei den anderen Jungs vorbei. Die Leute sind alle unten in der Beschreibung verlinkt. Und die Videos werden nach und nach dann verlinkt und gegen den Channel ausgetauscht. Immer dann, wenn eine Person was hochgeladen hat. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach die Kanäle von denen aufrufen und die Leute abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn bei denen das Pre-Release-Pack kommt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dass ihr abonniert. Und ja, vielleicht kennt ihr mich nicht, dann schaut euch auf dem Channel um. Vielleicht habe ich noch andere Sachen, die euch gefallen. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.